Hallo und willkommen bei Whisky Waiter. Heute habe ich eine weitere Abfüllung von der Scotch Universe, von den Scotch Universe Abfüllungen. Und zwar den Solar Flare oder Flare Gamma. Diese Flasche ist sich über meine Flaschenteilungsgruppe bzw. über die Vorschlagsgruppe gewünscht worden. Und ich hatte die überhaupt nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich mich ein bisschen näher mit befasst, beziehungsweise der ein oder andere hat was dazu geschrieben und dann musste ich sagen, Schande auf mein Haupt, dass ich den nicht auf dem Schirm hatte. Was kann man über die Flasche sagen? Bei den Scotch Universe Abfüllungen stehen hier unten ja so verschiedene, sieht aus wie Koordinaten für eben dieses Sonnensystem oder die Sonne, die den Namen beinhalten. Tatsächlich ist das ein Code. Die erste Zahl, 266, gibt die Dauer in Monaten an, in der der gereift ist, also 266 Monate. Knapp über 22 Jahre. Er ist light lipided. Er ist in Refill American Bourbon Barrels gereift. Und tatsächlich ein Blend aus zwei Brennereien. Es gibt zwei Hinweise. Die erste Brennerei ist von der Insel Islay und hat den Hinweis 1815. Ich kenne zwei Brennereien auf Islay, die das Gründungsjahr 1815 haben. Das sind Ardbeg oder Laphroaig. Und die zweite Brennerei ist aus den Islands. Und hat den Hinweis 1795. Ich habe nichts gefunden über eine Brennerei von 1795 auf den Islands, muss ich gestehen. Die am nächsten dran waren mit 1798 waren Highland Park und Tobermory mit Ledjig. Wenn man Gerüchten Glauben schenken darf, dann könnte es sich um Highland Park handeln. Demnach hätten wir einen Blend aus Highland Park und Laphroaig oder Ardbeg. Das klingt schon in der Theorie geil. 22 Jahre alt, von 1995 bis 2017. Abgefüllt in Fassstärke mit 55,9%. Also, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, ist es ein Blend aus Highland Park und Laphroaig. Egal, ob es Highland Park und Laphroaig oder Highland Park und Ardbeg ist oder was auch immer es ist, es klingt schon toll. Und ich glaube, der Whisky hat 110 Euro gekostet für einen 22 Jahre alten Whisky mit Laphroaig oder Ardbeg und Highland Park. Respekt! Wie gesagt, die Flasche wurde sich über meine Flaschenteilungsgruppe gewünscht. Ich freue mich sehr, dass sie darüber verteilt wurde. Ist auch, glaube ich, durchverteilt, nahezu oder komplett. Das weiß ich gerade nicht auswendig. Und es ist natürlich spannend, dass ich dann von meiner Community auf solche Flaschen aufmerksam gemacht werde. Ja, tatsächlich eine sehr leichte Rauchnote. Ich habe eine helle Fruchtigkeit. Dazu Vanille, Karamell, Honig. Deutlich Honig. Der riecht sich wirklich schön. Hat auch für eine Bourbon-Fassreifung eine ordentliche Farbe. Zusätzlich zu der Vanille und dem Honig
gesellt sich jetzt so eine leichte Fruchtigkeit, wo ich sagen würde, das könnte so in Richtung unreifen Weintrauben, Stachelbeere, irgendwie sowas gehen. Leicht rauchig, aber überhaupt nicht überladend. Es ist schwer, die Rauchnote zu packen. Also das hat für mich weder mit mit Laphroaig noch mit Artbeg noch mit Highland Park massiv etwas zu tun. Am ehesten vielleicht noch mit Highland Park. Zum Wohl. Mein lieber Scholli, kräftig Eiche, dazu so ein richtiges Brett an Holz. Also der, man hat nicht nur die Trockenheit von der Eiche, man hat das Gefühl, man hat gerade an so einem richtigen Stück Holz geleckt oder sowas. Dazu kommt eine ordentliche Portion Würzigkeit, eine ordentliche Portion Vanille, kräftig Honig. Wunderschöne Kombination und sehr harmonisch ineinander mit der leichten Rauchigkeit, mit dieser Würzigkeit, mit den Eichennoten. Das ist alles stimmig, das ist alles angenehm. Und ich würde tatsächlich sagen, von der Rauchnote her würde ich eher in Richtung Laphroaig als in Richtung Artbeg tippen. In der Nase ist ja jetzt so richtig cremig. Cremig süß. Die Rauchnote ist auch eine süße Rauchnote. Auch hier Karamell, Honig, deutlich Honig. Vielleicht noch ein bisschen Petersilie oder so dazu, so eine leichte Frische, mehr Minze als Petersilie wahrscheinlich. Petersilie hat nochmal so einen eigenen kräutrigen Geschmack. Diese Cremigkeit in Kombination mit, also das könnte auch so ein frisch eingekochter Vanillepudding sein. Wirklich angenehm. Herrlich cremiges Mundgefühl. Man merkt überhaupt keinen Rauch, wenn man den so auf der Zunge von links nach rechts schiebt. Und wenn man den dann runterschluckt, dann kommt tatsächlich eine schöne Rauchigkeit. Nicht komplett überladend, aber auch nicht minimal. Also das ist schon rauchig, würde ich sagen. Leicht rauchig, aber ja, lecker. Auch dann wieder echt eine holzige Note, die eben nicht nur Eiche verspricht, sondern die so richtig was Holziges hat. Ein bisschen Tannine, schöne Würzigkeit. Alles in sich harmonisch, alles in sich passend, rund. Lecker. Also klar, da ist kein Finish drin, da ist jetzt keine besondere Fruchtigkeit oder sonst was drin, aber der ist solide, lecker und für einen 22 Jahre alten Whisky aus solchen Brennereien, die ich gerade vermute, Respekt, also Respekt für den Preis und Respekt für den Geschmack, passt echt gut. Mir gefällt es sehr gut. Sehr lecker. Wenn ihr genauere Informationen habt,
um was für Whisky es sich handelt und vor allem, wenn ihr Quellen dazu habt, dann lasst es mich gerne, gerne wissen. Haut es in die Kommentare. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr mir schreibt, wie er euch geschmeckt hat und mir einen Kommentar da lasst, wenn ihr ihn probieren konntet oder wenn ihr ein Sample bei mir gekriegt habt. Drückt auf den Like-Button, haut auf den Abonnieren-Button, kommt in meine Flaschentanks-Gruppe, wenn ihr mitmachen wollt bei so coolen Sachen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.